Ein Abend voller Emotion, Stolz und unvergesslicher Momente. Bei den BTFB Awards des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes werden nicht nur die Siege gefeiert, sondern auch die Träume und der unerschütterliche Glaube an das Unmögliche. Wir sind total dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die man ehren kann, die sich ehrenamtlich engagieren im Sport, in ihren Vereinen und natürlich in unserem Verband. Sportler, Trainer, Betreuer und Ehrengäste versammeln sich am kleinen Wannsee, um zu zeigen, dass hinter jedem Erfolg eine bemerkenswerte Geschichte steckt. Die Veranstaltung ehrt herausragende Leistungen in den Kategorien BTFB Sport Awards, Newcomer sowie Vera-Ziesack-Preis. Ich glaube, da kann ich im Namen von uns beiden sprechen, dass wir sehr glücklich sind, auch in dem Trainerteam zusammenzuarbeiten und dass man diese Arbeit und das Engagement, was man in die Trainings, Choreografien, in die Wettkämpfe reinsteckt, dann auch von den Kindern und auch teilweise von den Eltern zurückbekommt. Doch es gibt noch mehr zu feiern. Peter Harnisch wird als erster BTFB-Ehrenpräsident geehrt, während verdiente Mitglieder die Ehrennadel für die langjährige Unterstützung und ihren Einsatz für den Verband erhalten. Besonders erwähnenswert ist auch der Kinderschutzpreis, der sich dem Schutz und Wohlbefinden von Kindern verschrieben hat. Es ist schon relativ cool, dann hier zu stehen und auf der Bühne zu sein und zu sehen, wie das wirklich in Kenntnis genommen wird von dem Sportbund und die Leistung anerkannt wird einfach. So setzt sich beispielsweise Carola Valigora mit unvergleichlichem Engagement und ansteckender Leidenschaft seit Jahren für die Artistik- und Akrobatiksparte der Turngemeinde in Berlin 1848 ein. Sie trägt maßgeblich zum Erfolg der Abteilung bei und organisierte unter anderem eine Reise zur Weltgymnastrada nach Amsterdam. Die Wertschätzung jetzt so zu erhalten, ist für mich was ganz Besonderes. Wobei ich eben das auch vielleicht stellvertretend für so viele Ehrenamtliche entgegennehme, die auch eine tolle Arbeit machen und so für viele Frauen, die sich so engagieren im Verein. Besondere Anerkennung gebührt auch dem Turner Milan Hosseini, der im Alter von 14 Jahren zum Bundesstützpunkt nach Berlin wechselte und bei den Turn-Europameisterschaften in Antalya einen bemerkenswerten dritten Platz im Bodenturn erreichte. Zudem steht er als Ersatzturner für die Olympischen Spiele in Paris bereit. Ich war jetzt überrascht, dass ich dann gewonnen habe und bin sehr glücklich darüber. Wir gratulieren allen Gewinnern herzlich. Möge ihr Erfolg allen Mut und Motivation machen, ihre eigenen Ziele zu erreichen und Träume zu verwirklichen.